Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Video-Tutorial von Bidog. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie es möglich ist, zum Beispiel einen Trojaner oder ein Virus in einem Bild zu tarnen, sodass man diesen so verschicken kann, und zwar per E-Mail, dass kein Virenscanner ihn erkennen wird, sondern ihn als normales Bild darstellt. So wie man es zum Beispiel auch beim Bundestagshack, der vor kurzem ja publik war, gemacht hat. So dass derjenige, der diesen Trojaner hält, ihn unbehelligt quasi auf dem Zielsystem zusammenpuzzeln kann. Ja? Wir haben unser Bild, das ist ein ganz unscheinbares Bild, das ist ein normales Bild, eine Katze, wie man sieht. Ja? Dieses Bild, wenn wir auf Eigenschaften klicken, ist aktuell 110,5 KB groß. So, und wir möchten dort einen Trojaner oder in diesem Fall auch ein sogenanntes Remote-Administrationstool drin einfügen und tarnen, also eine Datei in ein Bild tarnen. Ja, wir benutzen den Trojaner oder auch, wie man es möchte, Remote Administrationstool Poison Ivy 232. So, das funktioniert natürlich in der Regel nur unter Microsoft Windows, was in den meisten Fällen ja verwendet wird. Aber ich habe Wine, um Windows-Applikationen auszuführen, unter Ubuntu Linux installiert. Testzwecken. Man muss mal wissen, dass ein Trojaner aus zwei Teilen besteht, dem Client, das ist einmal die Fernbedienung sozusagen, und dem Server, dem eigentlichen Trojaner, womit man quasi den Angriff ausführt und das Zielsystem infiziert, wenn man es möchte. Also wir müssen einen neuen Server, ein neues Profil anlegen, kreieren, Create Profile also, nennen wir Testzweck Test Trojaner, bestätigen dies. Den DNS, also Domain Name Server, erstmal so wie er ist, und den Port ist ja nur zu Testzwecken aktuell. Ja, das Passwort kann man hier wählen, damit man, wenn man im Zielsystem quasi warten möchte, kann man ja auch zur Fernwartung nutzen. Ja, deswegen Remote Administration kann man das Passwort nutzen, damit kein anderer Zugriff drauf bekommt, wirklich nur derjenige, der das auch wirklich ordnungsgemäß wartet. Ja, also klickt mal wieder auf Next. Möchte man natürlich, dass dementsprechend der Trojaner oder das Remote-Administrationstool, wir können es nennen, wie wir wollen, beim Systemstart hochfährt mit und nennen das wieder Test. Fall. Ja, ich klicke wieder auf Next. Soweit so gut. Ja, dann könnten wir jetzt hier noch eine Keylogger-Option einstellen. Das heißt, dass sämtliche Tastatureingaben beim Opfer mitgeschnitten werden und in einem Textfile beispielsweise ausgegeben werden. Ja, Bankdaten kann man damit zum Beispiel locken. Wenn man das möchte, kann man dann eine Menge, sag ich mal, krimineller Sachen mit anstellen. Wir sind aber nicht kriminell. Wir möchten das natürlich nur zu Studien und Informationszwecken nutzen. Also klicken wir wieder auf Next. Okay, passt soweit. Und jetzt klicken wir auf Generate und erstellen den eigentlichen Trojaner auf dem Desktop. Und zwar unter Test Trojaner. Als Executable File, also Exe, was unter Windows gebräuchlich ist, unter Linux nicht. Da gibt es keine Exen in der Regel. Speichern, und hier haben wir unseren eigentlichen Trojaner. So, er ist erstellt. Und wir haben jetzt das Bild und den Trojaner. Und den Trojaner möchten wir in das Bild einfügen und tarnen, damit man gezielten Angriff in der Regel ausführen können. Ja, dazu braucht man einen sogenannten Hex-Editor. Ich nutze in diesem Fall Bless. Den öffnen wir mal. Ja, und unter Bless erstellen wir erstmal ein neues File und öffnen zur gleichen Zeit mit diesem neuen File das Bild, was wir vorliegen haben. Drücken STRG und A und natürlich STRG und C, um das Ganze zu kopieren, und fügen das in das neue File ein mit STRG und V, also Copy und Paste. Schließen unser Katzenbild und öffnen jetzt noch aktuell auf dem Schreibtisch, Desktop, unter Linux heißt es in diesem Fall auf Deutsch Schreibtisch, unsere erstellte Trojaner-File, was wir in das Bild einfügen möchten, als Hexadezimalcode. Das öffnen wir, machen das gleiche wieder, STRG und A, STRG und C, um das Ganze zu kopieren, und fügen es hinter der letzten Zeile des Bildes, was wir als Hexadezimalcode vorliegen haben, ein. Also hinter D9 machen wir wieder STRG und V. Und jetzt haben wir auch, sag ich mal,
den Trojaner ins Bild eingefügt. Wir sehen ja den Hexadezimalcode. Ja. Von Anfang bis Ende haben wir den hier. Und schließen das eigentliche Trojaner-File und haben jetzt hier ein unbenanntes Dokument. Das speichern wir auf Desktop wieder. Und zwar ja ganz harmlos als katze.jpg. Ja, wir speichern das. Und schließen den Hexeditor. Und jetzt haben wir hier das Bild katze.jpg. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Das Originalbild ist 110,5 Kilobyte groß. Der Trojaner-Server ist 7,2 Kilobyte groß. Und das Bild, worin der Trojaner sich befindet, als Hexadezimalcode, was wir gerade gesehen haben, das ist jetzt 117,6 Kilobyte groß. Also können wir das entfernen, können das Originalbild entfernen und haben hiermit unseren Trojaner im Bild. Sieht ganz harmlos aus, könnten wir per E-Mail verschicken, wenn wir das möchten. Ja. Natürlich möchte ich auch noch beweisen, dass hier ein Trojaner drin steckt, damit er mir das glaubt. Werden wir dann mal im Internet nachschauen unter VirusTotal, virustotal.com. So, und wir wählen uns eine Datei aus auf dem Schreibtisch. Das ist das Bild katze.jpg, wo wir den Trojaner eingefügt haben. Und werden den natürlich mal scannen. Mal sehen, wie viel Virenscanner den erkennen. Die Datei wird also hochgeladen. Dateiname katze.jpg. Ja, also der Virenscanner, zum Beispiel Aljak, hat ihn erkannt als Trojaner. Aber hier haben wir eine ganze Menge, die den nicht erkennen. Ja. Also, was sehen wir hier? File not detected, file not detected. Es haben in der Regel nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Antivirenscanner diesen Trojaner erkannt im Bilde. Sogar bekannte Antivirenscanner wie Kaspersky haben diesen Hexadezimalcode als Trojaner im Bild nicht erkannt. Ja, und Kaspersky, man sagt es zumindest, soll wohl angeblich der beste Virenscanner sein. Naja, wer das glaubt, wird selig. Und vielleicht auch noch eine Menge Geld los. Ja, in diesem Fall wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt dadurch einiges gelernt. Und ich melde mich demnächst wieder zu Wort. Auf Wiedersehen.